Heute war eine Frage im Forum, wie man bei so einem Teil hier die Abrundung erzeugen kann. Und da gibt es ja immer wieder mal Probleme, hier Fillets anzusetzen an irgendwelchen Übergängen. Gibt es dann irgendwelche Rechenfehler? Und ich wollte das Problem jetzt nicht klären, sondern einfach mal gucken, wie könnte man denn so ein Objekt als Freiformfläche erzeugen. So, Ausgangspunkt oder schauen wir uns das Teil mal an. Aus der einen Perspektive gesehen haben wir jetzt hier also eine Kurve, die erstmal in die eine Richtung gekrümmt ist, dann langsam in die andere. Die Krümmung ändert sich mehrfach wieder zurück. Von dieser Ansicht haben wir hier eine gewisse Höhe, die zu den Enden hin dann irgendwie zusammenläuft. Gut, Idee ist jetzt erstmal zu starten mit einem Sketch, den zeige ich mal hier. Was hat der mit dem Gehäuse zu tun? Können wir uns mal anschauen. Ich habe hier das Grundgerüst einer Bézier-Kurvenkette mit Tangentialbeschränkungen. Ich hätte aber hier Kontrollpunkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, die für verschiedene Krümmungen zuständig sind. Und was kann ich machen? Ich kann aus diesem Objekt zunächst erstmal hier eine Bézier-Kurve erzeugen. Die sieht jetzt so aus. Und ich bin da momentan noch völlig frei in der Form, habe da nichts weiter festgelegt. Ich gehe mal in diesen Sketch rein und kann den jetzt also ändern. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte hier die Tangente etwas stärker machen. Ich möchte das Stück hier ein bisschen weiter nach innen einrücken. Ich möchte hier vorne das Layout breiter gestalten. So, das ist also alles möglich und das Ergebnis ist dann, dass sich diese Form hier anpassen lässt. Das heißt, irgendwie kann ich auch das leicht mit verschieben genau auf so ein Layout bringen, dass ich zumindest jetzt erstmal die äußere Kurve mache. Die innere könnte man genauso gut machen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt, lösche ich den mal wieder weg, diesen Sketch. Ich habe jetzt von diesem ersten Sketch, den ich hier habe, habe ich einfach Klons erzeugt. Die liegen jetzt im Raum so da. Das heißt, die sind alle parametrisch nur an diesem einen Sketch gebunden. Und von diesen Klons habe ich dann Bearing-Sketche gemacht. Das sind also dann Bézier-Kurven auf Sketch-Basis. Momentan gibt es ja im Sketcher nur diese allgemeinen B-Splines. Das andere gibt es ja jetzt noch nicht. Aber ich habe da eine Methode, die kannte schon mal. Und wenn ich die jetzt habe, dann kann ich diese ganzen Objekte verbinden zu einer Fläche. Und das kann man sich vorstellen so als Bézier-Kurve zweidimensional. Und das sieht so aus. So, bis zu diesem Punkt, jetzt mache ich das mal hier zu. Bis zu diesem Punkt funktioniert es mit Sketchen alles ganz gut. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir uns das Gehäuse nochmal anschauen, dass wir natürlich hier so eine Absenkung drin haben. Und hier auch. Das kann ich natürlich mit normalen Sketch nicht mehr machen, weil der ja in einer Ebene liegen muss. Also muss ich jetzt zu anderen Hilfsmitteln greifen. Und das nächste, was ich jetzt mache, ist, dass ich hier jetzt den Editor starte, das heißt, ich wähle dieses Objekt aus und erzeuge mir dann ein editierbares Objekt. Sieht jetzt so aus. Und das ist also erstmal diese Freiformfläche. Ich blende die mal aus, weil die Rechenzeit immer relativ groß ist. Da wartet man immer eine halbe Sekunde, bis da was rauskommt. Das ist einfach zu viel. Und ich sehe hier die editierbaren Punkte, die Pole. Und damit wir ein bisschen Struktur da haben, machen wir uns hierfür also wieder so ein Gerüst. Ein B-Grid. So, das ist eine ganz vernünftige Veranschaulichung. Das heißt, da sind nur wesentliche Informationen zu der Struktur drin. Und jetzt können wir einfach mal gucken, was möchte ich machen. Ich möchte zum Beispiel jetzt hier unten in dem Bereich, das möchte ich anheben.
Also ist die Vorgehensweise so, ich blende das mal wieder aus, markiere mir 1, 2, 3, 4 von diesen Kontrollpunkten, setze dir die Selektion drauf, kriege jetzt im Editor angezeigt, das ist der Bereich, der editiert wird. Ich mache das momentan so, dass ich die selektierten Punkte hier mit so einer kleinen Kugel markiere. Vielleicht fällt mir dann später noch was Vernünftigeres dazu ein, aber das ist jetzt erstmal der Bereich. Jetzt schalte ich meinen Grid hier wieder ein, damit ich einfach sehe, was passiert. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte diese Objekte in Z-Richtung heben. Da aktiviere ich das und jetzt kann ich die hier so schrittweise nach oben bewegen. Alle gleichmäßig in der gleichen Richtung und dann sage ich anwenden. So, und jetzt haben wir schon die erste Formänderung. Das heißt, wir sehen jetzt auf der einen Seite von unserem Ring haben wir diese unteren Sockel angehoben und wir könnten natürlich jetzt hergehen und können sagen, wir machen das auf der anderen Seite auch. Setzen Selektion jetzt hier drüben drauf und sorgen an der Stelle die Einstellung, die ist ja immer noch da. Wir wenden das auch hier auf die Seite an. So, Ergebnis ist jetzt, dass auf beiden Seiten der untere Teil angehoben ist. Gut, das nächste, was wir brauchen, ist auf der Vorderseite die Öffnung. Das heißt, da könnten wir jetzt hergehen und können sagen, ich möchte vielleicht hier auf der Vorderseite auch noch was tun. Ich möchte gern hier drin einen Teil etwas weiter nach vorne verlagern. Dann wähle ich zunächst erstmal die Punkte aus, die ich dafür brauche. Das sind die vier Pole. Jetzt sehen wir das. Das ist diese Selektion hier vorne. Und dann sage ich, ich möchte das jetzt in diese Richtung bewegen, rausschieben. Und das Beste, was man machen kann, ist, dass man auf der Flächennormale nach außen geht. Das heißt, ich Moment, ich gehe mal einen Reset-Dialog, ich muss alle Werte zurücksetzen, dann nochmal hier drauf auf den ersten Wert und jetzt kann ich sagen, in normalen Richtung möchte ich diese Punkte raus verschieben. Und dann sehen wir, wie das jetzt so langsam nach außen wächst und ich könnte das jetzt auch noch in irgendeiner Weise in eine andere Richtung verschieben. Das heißt, ich könnte noch sagen, ich möchte das Ganze noch ein bisschen nach oben heben. Dann ginge das auch. Ich setze mal wieder zurück. Es reicht einfach nur diese eine Richtung normal nach außen. Ich betreibe das mal ein bisschen. Und dann sage ich Apply und dann ist diese zweite Formveränderung auch passiert. So, und jetzt schaue ich mir mal das Ergebnis an. Das Ergebnis sieht also jetzt so aus. Vergleich dazu nochmal halt die ursprüngliche Gestalt. Wir sehen also jetzt im Vergleich zu dem alten, dass wir einmal diese Anhebung hier hinten haben. Kann ich die vielleicht mal ein bisschen transparent machen. Halt. Machen wir grün. So. Also wir sehen jetzt hier die Anhebung hinten raus. Und wir sehen auch, wie das vorne jetzt das vordere Teil rausgeschoben ist. Hier der nach vorne erweitert worden ist. Wenn ich hier mehr Pole einsetze, ist natürlich der Bereich, auf den sich diese Verformung beschränkt, dann auch wieder kleiner. Gut, das nächste ist jetzt die Frage, wie kriege ich da vorne
ein Loch in die Struktur rein, dann gehe ich einfach hierher und suche, ich möchte jetzt hierfür eine Zelle erzeugen. So, bei der Zelle gebe ich an, welchen Bereich ich da eingeblendet haben möchte. Suche ich jetzt mal hier von 1 bis 2. Dann bin ich quasi in der vertikalen Richtung jetzt erstmal auf den inneren Bereich eingeschossen und V sage ich 3 bis 5. Oh, bin ich ein bisschen weit hinten. Also ich muss hier auf 5 bis 6 gehen. Nee. Eins bis drei, zwei bis drei, okay, das passt. Und hier oben habe ich noch eins zu viel, dann gehe ich von 1 bis 2. So, und damit habe ich jetzt hier vorne diesen Ausschnitt in dem Ring drin. Und mich interessiert aber jetzt nicht der Ausschnitt, sondern mich interessiert eigentlich genau das Gegenteil vom Ausschnitt. Ich brauche also das Komplement, und das wäre das hier. So. Dann nehmen wir den Rest einfach mal weg. Und dann sehen wir haben jetzt also ein Objekt, das also von oben geschaut in mehreren Richtungen gekrümmt ist. Und bei dem ich hier vorne eine Öffnung drin habe. Ganzes ist jetzt eine Fläche mit Rundungen außenrum. Wenn ich feiner arbeiten möchte, wenn ich zum Beispiel eben feine Abrundung haben will, Kanten, die nur wenig abgerundet sind, brauche ich dann hier mehr Pole. Man sieht es nochmal hier in dieser Darstellung. Das heißt, eine Abrundung läuft ja immer zwischen zwei solchen Linien. Wenn ich dort eine weitere Linie dazwischen mache, kann ich hier wieder feiner abrunden. So, ich kann natürlich auch mehrere Sketche verwenden. Ich habe hierfür das Ganze nur einen Sketch verwendet, ich könnte mehrere noch verwenden, das heißt, ich kann die Innenform jetzt anders machen als die Außenform. Da spare ich mir Editierarbeit für das Surface, wenn ich das schon vorher im Sketch drin habe, und ich kann auch diese Kante runterziehen und würde das hier verbinden. In dem Fall habe ich dann ein zyklisches B-Spline und das dann geschlossen, also der Vater von diesen zyklischen B-Splines sind ja, es ist der Torus. Den kennt ja auch jeder.